Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test im Train Simulator 2015. Ist jetzt schon mittlerweile der zweite dieser Woche, den wir hier machen, aber das macht ja nichts. Ja, ich darf euch heute vorstellen, in der Farbgebung wahrscheinlich wohl eher was für die weiblichen Zuschauer unter euch und auch für die weiblichen Train-Simulator-Nutzer unter euch, aber macht ja nichts, Magenta ist eine schöne Farbe. Ja, wir haben heute von VR die, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, wie die Lok heißt, G6 von Foslo, Mann, brauche ich gar nicht dran denken. Ja, folgendes Problem, meine Druckerpatrone ist nämlich alle und konnte mir das Handbuch nicht ausdrucken, deswegen musste ich mit dem Handy schnell Fotos machen, weil manchmal habe ich mich da so ein bisschen schwer. Ja, also von Foslo kommt die Lok, genauso wie die Gravita, das ist ja auch eine Lok von Foslo. Ich würde sagen, ja, wir machen erstmal ein bisschen Musik mit dem Motor und dann gucken wir uns mal die Lok an. Zum Aufrüsten kann ich euch jetzt schon mal sagen, den Schrank werdet ihr wahrscheinlich wohl nicht mit der Maus aufkriegen. Nee. Also einmal STRG6 zum Öffnen und Shift 6 zum Schließen. Aber erst müssen wir den Hahn, das ist der Luftabsperrhahn, legen wir ein mit Shift 6. Achso, also wieder Schwachsinn erzählt. Mit STRG6 die Tür öffnen, mit Shift 6 den Luftabsperrhahn reinlegen und mit STRG6 schließen wir das Ganze wieder. Dann gehen wir in den Führerstand und zwar brauchen wir jetzt das hier. Da müssen wir jetzt Shift B für die Betriebsspannung oder den Schlüssel reinstecken. Das geht auch. Ja, jetzt kommt das Schönste, das hören wir uns mal von außen an, nämlich den Motor starten. Und ich finde, die hat einen echt geilen Motorsound. Hört sich auf jeden Fall schon sehr vielversprechend an. So. Feststellbremse lösen. Das ist das Ding hier. Wenn ich sie jetzt wieder zu packen kriege. So. Dann die Bremse lösen. Und wieder in die normale Stellung bringen, also in die neutrale Stellung. Ups, nein, ich will jetzt nicht speichern. So rum. Dann Richtungswender V, also vorwärts oder rückwärts, je nachdem wie ihr fahren wollt. Dann kommt Shift 7 für die SIFA, Shift 8 für die PZB und zu guter Letzt machen wir noch draußen die Funzel an. Und dann haben wir fertig aufgerüstet. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal so ein kleines Stückchen bis nach da vorne. Dann haben wir die Bahnsteigkante nicht im Weg. Dann können wir uns mal ganz in Ruhe die Lok angucken. So, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig das Ganze. Warte mal, wie mache ich jetzt? Schade, den Motor kriege ich jetzt nicht mehr aus. Na gut, dann lassen wir den Teil brummen. Macht jetzt auch nichts. So, was haben wir denn hier? Eine dreiachsige Rangierlokomotive. Irgendwie der Motor stört doch ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen so, neutral, alles neutral, abhauen kann sie nicht. Richtungswender wollte ich eigentlich nur neutral machen. So.
So, eine himmlische Ruhe. Ich habe es endlich geschafft, den Motor auszuschalten. So. Ja, also erstmal auf jeden Fall, die Farbgebung ist ja wohl echt der Hammer. Es gibt die Lok in Orange, Grün, Blau, Magenta. Ja. Ganz schwach in Erinnerung. Orange. Orange war es, glaube ich. Hatte ich noch nicht gesagt, ne? Kostet 14,95 Euro. Link packe ich unten mit rein. Und ja, ist echt wirklich eine schöne Alternative, gerade zu der 294. Mal kurz gucken hier. Also Texturen. Naja, also ist ja wohl perfekt, wa? 10,79 Meter ist die lang, okay. Kommt mir ein bisschen kleiner vor, ne? Also so jetzt vom wenn du die da hinten jetzt so eine 103 anguckst oder so. Na gut, was hat die? Die ist glaube ich 20 Meter oder so, ne? Die 103 oder 16. Irgendwie sowas. Ja gut, warum nicht? So, Füllstandanzeige, Kraftstoff. Ja, cool. Also auf jeden Fall lohnt sich wirklich. Ist gut investiertes Geld. Kann ich nur sagen. Ich glaube mal die PZB auf beiden Seiten. Weil man kann sie ja vorwärts und rückwärts fahren. Und hier diese Rangierkupplung. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ja, auf jeden Fall echt eine schöne Lok. Also, muss man schon sagen. Schon echt geil. So, gehen wir nochmal in den Führerstand, weil ich will nämlich nochmal wissen. Führerstand 2, ja, das weiß ich. Ich will den Einser. So, steht hier irgendwo Höchstgeschwindigkeit? Das wäre mal ganz interessant. Ach da, 80 km/h, darfst du fahren und nicht in Tunnel. Okay, die darf nicht in Tunnel fahren? Wieso das denn nicht? Also das ist ja, habe ich ja noch nie gehört. Oder ist das das Zeichen dafür, dass sie keine NBÜ hat, keine Notbremsüberbrückung? Mal so in den Raum gefragt, für die Lokführer unter euch. Wer kann mir dieses Zeichen erklären? Ich kann es mir gerade nicht erklären. V maximal 80 km/h, Schleppgeschwindigkeit 80 km/h. Gut, jawohl. Oh, ein großes Feature muss ich euch noch zeigen, bevor wir hier zum Ende kommen. Ich muss nochmal den Motor anmachen. Weil, pass auf. Ah, nee, jetzt. Doch, jetzt. Komm, ja. Ah, haha, fängt der Kaffee an zu wackeln. Ist das geil? Ist das geil? Ist ja der Hammer, oder? Ja, ja, wir können ja nochmal ein Stückchen fahren. Ist ja... Uns drängt ja keiner. Ist ja freies Spiel. Können wir ja nochmal eine Runde drehen hier. Ja. Wie ist das hier mit diesen Bordcomputern? Funktionieren die? Ich meine, das sieht so aus, ne? Rangierfunk. Schade. Okay. Da wollte die Siefer. Das, ah ja. Sieht das aus mit Scheinwischer? Ah, aber der hat keinen Intervall, oder? Scheinwischer-Intervall? Ach, da ist. Nee, hat er nicht. Doch. Nee. Schade. Schade, schade. Fahr jetzt mal mit Absicht so, also ohne diese Menüleiste da unten. Oh, nicht da reinfahren. Ja, da haben wir jetzt eine 294. Was denn? Was ist denn jetzt los? Ah, PZB.
Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja, wir können ja jetzt mal mal ein bisschen ausfahren. 80 km/h, mal gucken, was er drauf hat. Hier wird alles auf Herz und Nieren getestet. Ah, cool. Aschenbecher ist auch hier. Kann man den aufmachen? Nein. Schade. Ah. Och, gucke mal. Jawollo. Ich wette ja. Das. Haha. Das war ja jetzt, ja, mehr als geil, oder? Cool, jetzt kannst du hier sitzen. Ist ja geil. Das ist ja... Zack. Ja, cool. Auf jeden Fall. Ich bin alt und zerbrechlich. Ich will sitzen. Ach, hier. Signal ist auf Rot. Schade, warum ist denn jetzt das Signal auf Rot? Ach hier, die Weiche war falsch gelegt. Guck einer an. So, Ausfahrt haben wir. So, dann fahren wir jetzt mal die Lok ein bisschen aus. Ich will natürlich nicht, dass das Video zu lang geht. Ist ja, soll ja ein kleines Let's Test sein für die kleine Lok. aber ich denke mal, ein bisschen jetzt 80 km/h können wir mal fahren. Ja. So, gib Gas. Hier sind wir. Aha. Jetzt verstehe ich das. Man muss erst wieder mit der Bremse in der Neutralstellung und dann geht das los. Ein bisschen leicht drüber als 40, aber das Rumpeln ist auch der Hammer, ne? Alter Schwede. Ich glaube, mit der Lok werde ich auch noch meinen Spaß haben. Also fahren, sich meine ich. Ne? Also nicht hier, was ihr schon wieder denkt. Nee, Spaß beiseite. Ist auf jeden Fall eine echt schöne Lok. Aber ab hier, halbe 218er hier. Ja, wollen wir so mal ein bisschen kitzeln. Komm, 80 sind erlaubt. Achso, geht die PZB an, ne? Ah, verdammt. Hätte ich vorher die PZB ausmachen sollen. PZB kann nur im Stillstand eingeschaltet werden. Ne? Ich will sie ja nicht einschalten, ich will sie ja ausschalten. Ja, schade, war nichts mit raus ausfahren. Will die PZB nicht. Was ich irgendwo nicht ein bisschen verstehe. Jetzt habe ich einen Zwang. Aber warum? War doch obere Zugart. Ich verstehe das nicht. Schnellbremsung hier machen.
aber ganz schön langsam runter, alter Schwede. Das mit der PCB verwundert mich jetzt ein bisschen. So, jetzt machen wir das ganz einfach. PCB ausschalten. SIFA können wir meinetwegen anlassen. Und ich will die jetzt mal richtig... Ja, gucken, was er unter der Haube hat. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Feierabend. Gut, da wollen wir schon, da wollen wir schon. Na komm. Jetzt aber hier, volle Pulle. Also beschleunigen ist sie ja, alter Schwede, ey. Oh, ja, jetzt schon ab die Kiste. Also jetzt haben wir gerade die 80er Marke erreicht. Das heißt, also, wir fahren jetzt schon, naja, 10 km/h zu schnell. 100 wird sie wohl schaffen, wa? Mit Bergab und Rückenwind. Ja, 100 schaffen sie. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle, wir machen mal einen Cut, hören mal auf. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, ist ganz klar. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, zum Beispiel morgen dann beim richtigen Let's Play. Ich habe mir überlegt, wir werden auf dem Freiberg, also im Freiberg fahren, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen meine ich natürlich. Auf dem Projekt Freiberg. Mit dem 648, der passt da ganz gut rein. Und ja, bis dann. Tschüss.